Hallo, bevor das Video losgeht, kommt jetzt nochmal eine kleine Aussage. Ich distanziere mich hiermit von allen politischen Meinungen, Äußerungen und Seiten, die man durch dieses Video damit in Verbindung bringen könnte. Des Weiteren kommen in diesem Video Personen, Parteien oder auch Symbole vor, die für manch einen störend oder anstößig sein könnten. Daher bitte ich jeden abzuschalten, der mit dem Zweiten Weltkrieg oder die dazugehörigen Personen, Parteien oder Symbolen Probleme hat. Dieses Video dient der reinen Unterhaltung und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Überspringt einfach die ersten 40, 50 Sekunden pro Video. Das wird jetzt in jedem Hearts of Iron 4 Video auf jeden Fall kommen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielen Dank. So, in der letzten Folge haben wir ja Probleme mit Italien gehabt und sie auch bewältigen können, indem wir jetzt hier einfach immer weiter Angriffe machen und ein bisschen mehr gezielte Angriffe auch auf Italien machen. Wir haben hier schon wieder irgendwo Divisionen. Ich finde es super, dass sie uns so viel schenken. Können wir später als Reserve, wenn wir Divisionen irgendwo verlieren, einfügen. Nichts mehr in der Ausbildung, okay. Oh, warte mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Eure Aufgabe ist es, so schnell wie es geht, dann hier so eine Art Bogen zu schlagen. Also wirklich einfach angreifen. Gar nicht mitbekommen, dass die da durchgekommen sind. Erfolgreich. Ich glaube, Italien schwächelt jetzt auch schon langsam mit ihren Truppen. Wenn ich mir das so ansehe. Oh, what? Was macht die USA? Das ist die USA. Oh, scheiß drauf, in seinem Kessel, wir stürmen einfach das Land. Wenn wir es schaffen, einfach bis nach da drüben zu kommen. Ich will noch, dass ihr nach da geht, teilweise. Wenn wir es schaffen, dann können wir gleich diese Division einfach mit rüberholen. Wir werden die Landung abbrechen. Ihr geht mit nach da. Ihr müsst da jetzt darüber. Ich brauche euch da. Während ihr die Italiener da aufhaltet, damit die hier nicht weiterkommen. Wir stehen vor Rom. Ach du Heilige. Das hat sich jetzt ja ganz schön gewandelt davor, dass sie eben noch vor Berlin standen und wir jetzt vor Rom stehen. Ich würde die USA da gerne retten, aber das sieht schlecht für die USA aus. Können wir hier? Nee, das würde nur Probleme machen, wenn wir angreifen. Komm, wenn wir jetzt Rom fallen sehen, das ist ein Moralboost für uns auf jeden Fall oder für mich persönlich. Ja gut, jetzt ist da unten die nächste Stadt, deren nächste große Liebe. Ich weiß nicht, sollen wir hier oben durchbrechen versuchen wieder? Großen Angriff? Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen haben die denn noch? Wir haben ja auch kaum noch Reservedivisionen. Die haben noch viel. Die haben noch viel. Was haben wir, also unsere Verbündeten denn? Die schwächeln aber auch. Und davon haben wir all ihre Truppen. Gut, ihr kommt jetzt doch mit nach hier oben. Ich brauche einen besseren Überblick. Und ihr schließt euch dem General hier an. Ja, wir werden euch nachher wieder alle in Heere und so umbenennen. Aber jetzt seid ihr einfach nur Armee Gruppe 1 und so ein Blödsinn. Ich will, dass ihr euch hier so ein bisschen aufteilt. Und wenn es geht, will ich hier eine Verbindung haben. Hier oben will ich dicht... Hoppla, hier oben will ich den dicht haben, so. Okay, wir sind ja in der Defensive, das ist gut. Wir haben hier unten eine Verbindung, das heißt, jetzt haben wir sogar eine Landverbindung zu unseren Invasionseinheiten aufgebaut. Ja, die Russen machen Russisches. Die Chinesen Ski. Was zum Teufel? Okay. Wie viele Truppen haben wir eigentlich, die Japaner? Ja, wenig. Okay, was auch immer mit den Italienern passiert ist, die haben ja kaum noch effektive Truppen gegen uns.
Aber wenn wir es jetzt schaffen, hier irgendwo durchzubrechen. Dass wir beispielsweise dicht machen können, das hier in zwei Teilen. Dann hätten wir so dermaßen die Oberhand. Und wir haben die besseren Pioniere. Super. So, ihr seid immer noch in der Verteidigung. Lieber Fedor, wie viele Plätze hast du? Du hast einen frei. Weißt du was? Willkommen als Geländespezial. Oh, du hast auch was. Macht das bei dir eigentlich auch einen Bonus darauf? Weiß ich nicht. Oder hier? Ich glaube nicht. Ich würde gerne Logistik-Genie haben, aber... Nope. Gut, wir einfach weitermachen. Okay. Wir müssen gucken. 5 Minuten läuft die Aufnahme gerade mal. Und ich bin jetzt schon überfragt oder überfordert, was wir machen. Ich will halt eine Schneise schneiden. Zwischen Norden und Süden hier des Landes. Ich habe nicht mal einen Oberbefehlshaber. Wer bist du eigentlich? Wer auch immer du bist ab jetzt ein Organisationsgenie und los. Okay, hier hauen wir jetzt eine Schneise rein. Oder? Komm. Noch 5 Tage. Okay, und können wir gleich weiter hier zur anderen Seite des Wassers? Ne, klappt nicht. Klappt nicht. Boah. Dass sie auch nicht aufgeben wollen. Vor allem, ich muss wirklich sagen, jetzt so in dieser Situation, sie haben zwar echt gut Fuß gefasst in mein Land, aber ich würde mich nicht ganz wohlfühlen, wenn meine Hauptstadt gefallen ist und die da unten sich immer mehr ausbreiten. Vor allem, ich habe hier meine Landwehrdivision. Das sind also meine eigentlich Defensivdivisionen, die hier gerade sozusagen Meter für Meter gut machen. Oh, das könnte vielleicht jetzt sogar gut ausgehen. Könnt ihr mal hier ein bisschen machen? Oh, oh, nein, nein, nein. Ich weiß nicht. Normaler, ich habe das Gefühl immer, wenn man eine Stellung angreift, dass die dann da... Hallo? Dass sie dann sich nicht so schnell bewegen können. Oh Gott, wir haben das geschafft, was ich wollte. Nach da. Nach da. Angreifen. Irgendwie jetzt angreifen. Wir haben die Spaltung Italiens hinbekommen. Das heißt, ich muss... Wenn wir Italien besiegt haben, werde ich erstmal wieder Divisionen ausbilden, um die Landwehrdivisionen, die hier in meinen Hauptarmeen sogar sind, erstmal zu bändigen und die Fehler wieder auszugleichen, die welche an Truppen halt einfach fehlen. Ich will einfach nach Venedig erstmal, schöne Stadt. Am liebsten würde ich ja, wenn es geht, hier eine Verbindung zu meinen Haupteinheiten herstellen. Bologna. Bologna, keine Ahnung, wie das heißt. Wahrscheinlich nicht was zu essen. Ne, Venedig wird verteidigt. Hier, komm, weiter. Ihr kriegt natürlich Unterstützung bei dem Angriff. Hier, komm, das sind 2 Frontenkrieg. Als ob ihr jetzt hier nicht... Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
deine Oberhand bekommt. La Spezia. Okay. Wisst ihr was? Ihr könnt da unten erstmal aufhören anzugreifen. Okay, hier brauche ich jetzt auch nochmal Truppen. Kroatien müsste man da oben auch nachhelfen. Greif du mal da an. Gut. Du kannst von hier aus nicht da angreifen? Doch. Du von da nach da. Du mit deinen... Ja, an sich sind die Küstenwehrdivisionen aber nicht zum Angriff gedacht, wie man sieht. Paul Hauser hat auch wieder eine Fähigkeit frei. Was? Ja, komm, Infanterieangriff, das brauchen wir gerade wirklich. Das war jetzt aber doch sehr effektiv, dieser Vorstoß. Wir haben gut Boden gemacht. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, wie gut Italien jetzt hier oben noch mit Rohstoffen versorgt wird. Können wir jetzt hier vielleicht in die Offensive gehen? Geht das vielleicht? Na. Versuchen wir es mal. Sieht schlecht aus, oder? Na, sie haben hier oben den Großteil ihrer Armee. Aber wir müssen sie eigentlich von den Häfen trennen. Weichs wurde verwundet. Das ist schlecht, wenn der nicht da ist. Das ist so das Wichtigste. Wenn sie keine Häfen mehr hätten, dann würden wir sie jetzt hier oben... Oh mein Gott. Gut gemacht. Eingekesselt und... Das ist ganz schön effektiv. Wir könnten... Jo, das ist jetzt gerade eigentlich der Schwachpunkt hier. Oder da? Da oder... Naja, beide Stellen kommen wir aber nicht durch. Kommen wir da irgendwie? Nein. Okay, gucken wir mal von hier. Bewegt sich irgendwo die Front? Währenddessen trinke ich mal eben was. Sieht ja unerfreulich aus. Oder? Ich sehe nur rot, rot, rot. Wir verlieren Truppen. Jo, 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 wir verlieren zu viele Truppen. Wir sollten aber anstatt... Oh, wir haben nicht mal mehr. Ja, dann nehmen wir die Küstenwehr. Zum Nachrüsten der Truppen, nennen wir es mal. Weichs hat hier welche verloren, da unten und da verlieren wir Truppen. Aber wir haben schon wieder, gefühlt haben wir den kleinen Stück zurückgedrängt, aber jetzt, wo wir unsere Truppen wieder neu organisieren, verlieren wir wieder welche. Ich habe jetzt doch noch eine Aufgabe für euch. Ihr werdet, ich weiß, ihr seid nur so eine kleine, aus griechischen Truppen bestehende Einheit. Ich könnte eigentlich von einem unserer Häfen aus da landen. Kümmert euch da mal drum. Das Problem ist wirklich, die haben jetzt noch 1, 2, 3 Häfen haben die noch. Solange sie diese 3 Häfen haben, sieht es schlecht aus für uns. Aber dadurch, dass wir hier, was ist das hier oben? Nationales Griechenland. Ja gut, aber um Afrika mache ich mir wenig Sorgen. Wie sieht es mit dem deutschen Kongo aus? Oder Deutsch-Kongo, mein Fehler. 4 Divisionen. Ihr habt so eine gute Mannstärke. Ich kann euch leider auch nicht schicken, fällt mir auf. Ha, tut mir leid. Ich will euch auch nicht in den Krieg reinholen, weil ich will nicht, dass ihr euer Stück Boden verliert. Aber ich werde euch auf jeden Fall noch mehr Boden geben, wenn wir gewonnen hätten, haben in Afrika. Hoffe ich auf jeden Fall, dass ich es kann. Gut, gucken wir mal wieder, wo sie Schwachstellen hätten. Da sehe ich eine Schwachstelle von einer Division in der Verteidigung. Da sehe ich eine Schwachstelle, welche doch keine ist, sondern eine extrem gut verteidigte Stellung.
Okay, ich sehe keine Schwachstellen. Ja, soll Panama den beitreten? Wir sind noch im Frieden mit der USA. Noch ein grauer Stern, supi. Oktober 45. Also ich habe das Gefühl, die Russen zermalmen sich aber ihre... Warte, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 13 Millionen russische Soldaten erledigt. Die Russen zermalmen ihre Truppen an uns. Ich sag ja, meine Templates, diese Standard-Templates, die ich hier benutze, sind super. Alter. Wir könnten die hier eigentlich langsam annektieren. Könnte man natürlich. Die Italiener machen die gleiche Taktik, gehen irgendwo anders an Land. Apropos anders an Land. Ich hole euch jetzt mit nach hier oben, damit ich euch sehen kann, wenn ihr bereit seid. Ihr seid schon bereit. Warte, wie viel Division? No. 13 Divisionen. Wo ist das Problem? Was ist denn in der Division da? Strategische Zerstörung und wir haben die modernen Panzer. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer, da nachzurüsten. Im Krieg finde ich das eh immer schwer, die... modernen Panzern. Oh, wait, nicht angreifen. Ihr solltet eigentlich in Defensive gehen. Es ist immer schwerer, auf moderne Panzer zu wechseln, mitten im vollen Battle. Da erspart man sich aber nachher natürlich. Wir nehmen jetzt mal hier zwei weg. Wir nehmen jetzt den modernen Panzer. Wie viel können wir hier von produzieren, ohne dass wir hier da ins Rote gehen? Ganz viele moderne Panzer. Wenn wir die jetzt hier hinsetzen, ganz nach oben, dann wären das, ja, machen wir mal so viele davon. Wir haben nämlich nicht genug Chrom. Türkei? Ja, damit. Türkei? Ja, damit. Wir brauchen viel. Oh ja, 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 jetzt machen die hier wieder Boden gut, dadurch, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass wir hier noch in der Offensive sind. Hier eine Schneise reinschlagen, das wäre super. Wenn wir jetzt wirklich hier wüssten, eine Division dort. Okay. Die Ausbildungszeit ist ja verkürzt unserer Truppen, das ist gut. Einfach nur mal, um die kurz zu unterstützen. Gehen die zwei... Einheiten auf mal Seite wechseln. So, wie viel noch? Zwei Tage. Gut, zwei Tage sind vorbei, glaube ich. Mal sehen, ob wir hier mit 13 Truppen landen können. Wie groß ist eigentlich noch unsere Flotte aktuell? Geht noch. Und wir haben noch unsere... unser Admiral Scheer. Das ist, was ist das? Ist das ein Panzerschiff? Admiral Scheer. Deutschland-Klasse. Genau wie die Admiral Graf Spee. Sieht hier alles super gerade aus. Und kommen wir hier an Land oder sind da Truppen? Okay, direkt nach da. Und direkt so viel Boden nach da sichern, wie es geht. Und ich will eine Division nach hier. Wir müssen so viele Häfen hier unten bekommen, wie es geht. Könnte sein, dass wir deine Hauptstadt kriegen. Und da oben dann einfach versuchen, dicht zu machen. Der Flughafen ist eigentlich auch mega wichtig. Dass hier dicht machen wir am geilsten. Das war's mit der italienischen... Hoppla, das ist der gleiche, den wir hatten. Hauptstadt.
aktuell. Alter! Die brechen ja hier so durch. Das passiert also, wenn man mal eben nicht die Truppen mehr hat zum... Halten der Stellung. Und hier müssen wir jetzt einfach weiter angreifen. Sonst haben wir ein Problem. Und wie weit können wir hier gehen? Kannst du mal nach da versuchen zu kommen? Und einer von euch nach hier? Und noch einer von euch nach da? Einfach nur gucken, ob ihr so weit kommt. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben den Standardpanzer, jetzt noch den Artilleriepanzer. Gut, nach da unten musst du gar nicht erst versuchen zu kommen. Eigentlich, aber können wir kurz versuchen. Ihr könnt da stehen bleiben, aber mehr nicht. Ja, hier könnt ihr auch stehen bleiben. Das lohnt sich, das Angreifen nicht. Können wir eine Gegenoffensive starten? Wahrscheinlich nicht für lange. Wir haben schon wieder 1 Million Soldaten in der Rückhand. Während die Russen zwar durchgebrochen sind da unten, aber nicht so viele Soldaten in der Rückhand haben wie wir. Wie viel haben die Italiener denn noch? Das wird ja auch immer kleiner, das Gebiet der Italiener. Auch nicht mehr unendlich viele. Ja, gut. Anstatt anzugreifen, könnt ihr auch nach da gehen und du gehst nach da. Okay, wir haben die nächste Hauptstadt von ihnen erobert. Also. Komm, langsam wird es unlustig mit den Italienern, wie viel die sich hier noch erlauben. Wie kurz vor der Kapitulation sind denn die Italiener? 29%, also doch noch ein bisschen mehr. Nee, warte, 87. Okay, nach einem kurzen Cut machen wir weiter und gucken mal, wie wir jetzt hier vorankommen. Ich würde gerne hier oben wieder dicht ziehen, dass wir vielleicht die Truppen nach da unten kriegen. Ich brauche da unten auf jeden Fall mehr Männer. Wie sieht es mit den Panzern aus? Sind noch in der Ausbildung, gut. Okay, irgendwo sind wieder Truppen. Ach, Kongo, behalt mal deine Truppen für dich. Die will ich jetzt echt nicht annehmen. Oh. Wo ist eigentlich deine Hauptstadt jetzt genau? Ach, die hier war die. Gut. Ja, gut. Ich glaube, jetzt aber sind wir wirklich so in so einer Situation, wo wir etwas mehr in die Richtung kommen. Oh. Ich wollte sagen, haben die uns da eingekesselt, aber nein, sieht gut aus. Okay, holt euch den Hafen. Wollen wir da oben jetzt... Ich weiß nicht, ob wir schon eine Offensive starten sollten. Unser General meint, das wäre auf jeden Fall eine Niederlage. Und wir brauchen noch eine Division, sehe ich gerade. Wir haben da unten schon wieder eine verloren. Ihr kriegt eine 6 Division. Ne, dann eine 4. Da oben gegen Russland läuft alles wunderbar. Oh, jetzt habe ich meine wertvollen Marinepunkte dafür rausgehauen. So, Winterexperte.
Da oben weiter schon an der Defensive bleiben. Au. Oh. Was passiert denn jetzt hier gerade, frage ich mich. Bricht die italienische Front zusammen? Das wär's jetzt, ja. Hoppla, das ist deutscher Boden. Ich wollte hier auf den italienischen klicken. Ich glaube nicht, dass ihre Front dringend zusammenbricht, aber gut, wir haben jetzt auch die modernen Panzer so, wie ich sie möchte. Erhöhen wir mal unsere Ölreserven, weil die brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir gegen Russland in den Krieg ziehen, glaube ich. Alter, das ist ein harter Kampf gegen Italien. Gut, jetzt ganz kurz hier durchkesseln. Obwohl, alle eure Truppen konnten nach da schon mal ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Divisionen das da sind. Aber ich denke mal, nicht genug. Die machen hier noch eine Landung, aber ich glaube, wir könnten... versuchen. Ne, da auf jeden Fall nicht. Oh nein, Kanada ist hinbeigetreten. Okay, ich wollte euch eigentlich auf meiner Seite haben. Ist aber okay. Hier ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Kessel besiegt ist. Ich glaube, kurz bevor wir Russland angreifen, werden wir erstmal die ganzen Divisionen wieder genauso aufbauen, wie sie gehören, mit der richtigen Männeranzahl und so. So, ihr werdet jetzt erstmal nach hier... Genau. Ihr werdet euch jetzt der Front anschließen. Wir könnten eigentlich die Italien-Offensive demnächst starten. Auch wenn ich nicht die Hoffnung habe... Ich habe nicht so die Vermutung, dass wir durchbrechen. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt aussieht mit dem Schweizer Imperium. Die hauen Truppen raus, das gibt's ja kaum. Wir kriegen Luftüberlegenheit. Wollen wir die Offensive starten? Ich weiß nicht. Hier unten gewinnen jetzt am Boden. Nur hier so ein bisschen. Was passiert, wenn wir jetzt von allen Seiten die Offensive starten? Wo verlieren wir Männer? Ah, wir haben hier schon gleich eine Division verloren. Was verlieren wir denn hier andauernd? Das muss ich dann mir nachher angucken. Wow, wow, wow. Haben wir da oben gerade fast die gesamte Front verloren? Kaum greifen wir an, erweitert sich deren Front. Habe ich das Gefühl. Alter, wir verlieren ja... Die verlieren viel zu viele Truppen, diese Division. Weißt du was? Machen wir mal eine etwas andere Art der Divisionsbreite. Obwohl, wir haben hier fast Mainland erobert. Italien hat kapituliert. Oh mein Gott. Okay, wir greifen mit allen an. Irgendwie rein. Alter, Italien hat kapituliert. Jetzt müssen wir nur noch die hier besiegen. Hier, Österreich. Nein, nicht Österreich, Schweiz.
Alter, Alter, wir haben es noch geschafft. Wir haben es geschafft, das Blatt zu wenden. Ich muss gleich nur mal überlegen, wie wir das hier wieder aufbauen. Nein, die will ich nicht haben. Wir stehen kurz vor Bern. Dann will ich schon mal eine. Ihr geht nach Straßburg, ihr holt Stuttgart. Warte mal. Das Teil hat einen härteren Angriff. Ich habe noch nie die Maus benutzt, wenn ich ehrlich bin. Ich hab mal mega Lust, eine Division damit irgendwie zu erstellen. Okay, wir haben es geschafft. Nach dem Desaster und der riesigen Verluste an Männern haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Vor allem, wir haben so viele Generäle daraus bekommen, die jetzt ein bisschen gelevelt sind. Sag mir nicht, dass jetzt. Doch. Das ist jetzt Boden der USA. Aha. Weil da amerikanische Einheiten stehen. Okay. Gut, dann fangen wir an. Dann fangen wir an, die Russlandfront auf Vordermann zu bringen. Okay, wie machen wir das? So. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz nachrechnen. Wie viel Panzer war noch mal da? Sechs Panzer normal. Ich bin gerade durcheinander. Gucken wir mal ganz kurz. So. So, wir haben jetzt 18. Dann nehmen wir hier normale Panzerdivision raus. Nach da. Das wären 6. So, 3, 3. 1, 2, 3. Und 3 Panzer. 1, 2, 3. Damit hätten wir denn 21,9. Das ist denn richtig. 21,9 ist das Ziel. Keine der Divisionen hat irgendwie die richtige Größe. Ah, diese Division können wir auch nicht löschen. Stimmt ja. Die werden wir dann irgendwie anders entsorgen. Lassen wir einkesseln mit Absicht. Gut. Das war 21. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5 weg. Kriegst du deine 4 Panzer wieder. Entschuldigung. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder zwei der Divisionen auf Vordermann. Eins, zwei, ihr kommt weg. Das ist schon mal 21,5.
Da haben wir nur noch zwei. Das heißt, wir müssen hier nochmal gucken. Hier müssen noch welche sein. So, das heißt, wir haben jetzt schon wieder drei der Panzerdivision, richtig. Okay. Nur schon mal, um auf Nummer sicher kurz zu gehen, damit wir auch gleich dann verstärkungstechnisch da nicht uns den verrennen. Und den zu viel Boden geben. Tun wir da alles hin, was wir haben. So, hier haben wir 1-2 Divisionen weg. Oh, hoppla. 3 Divisionen weg und dann... So, richtig so. Ja, brauchen wir 4 Panzer nochmal. Haben wir noch irgendwo Panzer? Genau 4 sogar. Schön. Was brauchen wir hier? So, das war jetzt hier... Nee, warte, hier sind wir. 3. So, 3, den hast du. Nee, 22, das ist einer zu viel. Kriegst deine 7 Panzerdivisionen wieder. Damit bist du bei... Das brauchen wir nochmal 2. Die müssen wir irgendwo noch finden. Hier nicht. 2. Damit haben wir die auch. So. 22, 7. Das heißt, der Jute Rommel braucht eine, braucht 2 Panzerdivisionen. Haben wir aber nicht mehr, tatsächlich. Oder? Doch, hier. Und 18, ja, du bist noch, oh, du kannst sogar erweitern, okay, das heißt, du kriegst 3. So. Und 3 Panzer. Dann seid ihr jetzt alles 3er Division. Ihr werdet mal kurz so zusammengetan, damit ihr hier die Front mitstärkt. Wir werden mal ganz kurz hier alles an die Front setzen, was wir haben. Obwohl, das ist die. Das ist die Ostfront. Das ist, glaube ich, zusammengeschrieben, oder? Ja, egal. So. So, Stuka, 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 das, das, das. Die kommen jetzt nach da. Was haben wir hier noch? Ihr kommt. So, fair aufteilen natürlich. Passt das so? So, so, so. So, davon kommen auch noch welche weg. Das sind 500, die passen da nicht rauf. Hier passen noch 500 rauf. Immer noch nicht genug. Passt, das müsste passen. Ungefähr. Jetzt nicht ganz so. So. So, welche Farbe hat denn die, welche wir nicht löschen dürfen? Dunkles Lila. So, das ist die. So, du kriegst jetzt deine 7er Armee. Wir müssen jetzt die Generäle und die Armeen nochmal richtig aufbauen, bevor wir angreifen. Ich werde die Amerikaner noch etwas hier auf meinen Grund und Boden dulden. Aber früher oder später müssen die sich hier gleich dann
zurückziehen, weil gegen Russland werde ich dann alleine in den Krieg ziehen. Ja. Wie sieht es eigentlich hier aus? Könnten wir demnächst eigentlich mal annektieren. Jetzt, wo wir auch unsere. Jetzt, wo wir unsere Wiege haben. Meinst du, es ist wirklich vielleicht hier oben daran zu gehen? Ihr werdet jetzt erstmal nur so als Unterstützung einmal hier komplett nochmal außenrum getan. Gehen wir weiter in die Wolfspack-Reihe. Ja, gut, bleibt da. Bleiben wir erstmal so mit den Flugzeugen beharren. Okay, das schaffen schon die Spanier und so, glaube ich, ganz gut. So. Wisst ihr was? Ihr bekommt jetzt euer eigenes kleines Fenster. Alle nicht-deutschen Einheiten kommen weg. So, dass wir am Ende nur noch deutsche Einheiten haben. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. So. Das heißt, jetzt haben wir so überall diese Einheiten. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war der Aufbau? Ich will die Lafetten-Division, also die Panzergrenadier-Division, wieder genauso machen. Waren das 12-6-6? Glaub schon. Dann machen wir die auch wieder 12-6-6. Darüber tun können. Haben wir nicht genug, aber wir können uns ja hier noch welche wegnehmen. Nein, das ist ein Landwehr. Das ist ein Landwehr. So. Das war nicht 12-6-6 auf diese Art. Okay. Das hier waren 12. Wir machen daraus jetzt aber 6-6 mit den normalen Panzerdivisionen. Nehme ich mal an, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, die können aufgelöst werden. Die können aufgelöst werden. Alle bis auf die. Die brauchen wir gleich. Den auch. So. Dann müssen wir den mal kurz umbenennen. Oh, hoppla. Gut, das K hattet ihr. Und das ist dann die sechste.
Farbe kann so sein. Gut. So, der hat jetzt 6 Divisionen, dann kriegt er jetzt noch eine 7. von den kombinierten. Welche haben wir jetzt hier? Das ist 5, 6. Das ist die 8. sogar. Die 8. wird dann ganz schnell mal zur 7. Wird komplett neu aufgebaut. Brauchen ja noch eine 12 Infanterie. So, dann haben die jetzt auch 12 Infanterie. Dann brauchen die noch 6 Lafetten. Die haben wir hier. So, was haben wir jetzt hier noch übrig? Wir haben noch Lafetten übrig, die werden erstmal aufgelöst. Was haben wir jetzt hier? Die werden erstmal aufgelöst. Okay, da haben wir noch für 2 der Armeen Panzer. Und die kann einfach mal kurz aufgelöst werden. Alles, was hier ist, die können nicht aufgelöst werden, weil wegen... Ist so. Schließt euch uns an. Bitte. Tut ihr nicht, wahrscheinlich. Okay. Dann werdet ihr erstmal für andere Sachen euch kümmern. Und zwar, wir haben ja hier unten noch eine Italienfront. Obwohl wir sie besiegt haben. Gut, dann haben wir hier jetzt das zweite Heer, heißt das? Ja. Wo wir noch Panzer brauchen. Lol, ich habe hier einen Fehler. Ich brauche eine Lafette. Und das ist eine Lafette, brauchen wir noch. Und zwei, vier, fünf. Gut, machen wir mal 2, 4. Ist ja auch egal, wo ihr seid, denn. Beginnt mit der Ausbildung. Gute Frage, wie wir jetzt vorgehen. Natürlich sollten wir als nächstes... Oh. Okay, konzentrieren, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Die Front ist jetzt natürlich ein bisschen geweakness, also ein bisschen geschwächt, weil die erstmal wieder an die Front müssen, die Soldaten. Ich wollte eigentlich einen neuen Kriegsschauplatz. So. Oh lol. Oh scheiße. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Das kann uns jetzt ziemlich Probleme bereiten. Sagt mir, dass ihr an den gleichen Stellen aber seid. Okay. Scheint so. Gut, Strategie zum Durchbruch. Wir werden einfach hier uns so ein bisschen nach vorne kämpfen. Ich würde ganz gerne die hier oben erobern. Ich weiß nur nicht, wen die sich anschließen. Lösen wir mal hier die Fluggeschwader auf. Die bei England lassen wir mal da. So, unsere Flotte. Ich will, dass die sich dann jetzt mal hier sammelt. Da oben. Gut, Schweden. Ihr werdet gegen uns in den Krieg ziehen dann. Ich kann euch ja nicht opfern. Ich könnte. Ich will diese Division ja nicht mehr besitzen. So, das heißt also...
Ihr werdet eine Invasion machen. Da. Und euch kann ich auflösen. Während wir. Das hier ist die Ostfront, richtig? Ostfront. Und das hier ist das erste Heer. Erste Armee, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Müssen jetzt auch alle so die Truppen haben, wie sie sollen. Und das hier ist das zweite Heer, die auch ihre Truppen haben, wie sie sollen. Und wir werden dann mal gucken, wie wir das handhaben. Du wirst denn dich hier hinstellen, während wir eine Invasion machen. So gut es geht. Und den Truppen einfach nochmal so an den Häfen platzieren, damit sie schnell nachkommen können. Wobei eine Division würde ich tatsächlich noch hier nehmen und nach da schicken. Ich weiß ja nicht, wie viele Invasionen wir auf einmal machen können. Schon mal alles vorbereiten, Truppen ausbilden. Gut. Wollen wir wirklich Griechenland annektieren? Wollen wir auch Kroatien annektieren? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wir können jetzt wieder hier die Produktion davon in die Höhe treiben lassen oder schnellen lassen. Moderner Panzerjäger? Wo ist der? Oder was hatten wir jetzt? Wir haben jetzt hier die moderne Artillerie. Moderne Jagdpanzer. Nehmen wir jetzt. Passt sogar wunderbar. Können wir das auch so machen? Nö. Doch. Gut, was wir dafür brauchen, ist aber mehr Chrom. Ein Grund, die Türkei auch nochmal irgendwann anzugreifen. Deswegen wollte ich Griechenland annektieren, weil die das ganze Chrom haben. Ich verstehe. Bricht die Front hier zusammen oder was? Nee. Ich dachte gerade, dass die Front zusammenbricht. Das wäre es natürlich noch. Ihr müsst ja nur die Stellung halten, sozusagen, bis wir vor Finnland stehen, weil jetzt kann ich mich ja wieder in den Zwei-Fronten-Krieg verwickeln lassen. Und ich würde, wenn ich ganz offen bin, die Küstenwehr. Für die Ländereien, die wir haben, bräuchten wir. Machen wir mal viermal die Küstenwehr auf normale Dauer. Während diese Truppen mal schnell ausgebildet werden müssen. Die müssen noch nicht mal wirklich vor gut ausgebildet sein. Wir werden Schweden uns holen. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir haben zu viel von den Unterstützungssachen, sowas wie Artillerie und so. Das ist, haben wir erstmal auch genug Infanteriewaffen. Was es uns mangelt, sind vor allem. Ja, geht eigentlich tatsächlich. Wir kommen langsam auf den grünen Zweig, auch wegen der Produktion von Sachen. Ja, gut. Dadurch, dass wir so viel erobert haben, haben wir jetzt natürlich auch meine ganzen Produktionspläne hier kaputt gemacht. Was ich hier so wollte. Und meine Straßennetz haben die auch ein bisschen kaputt gemacht, aber egal. Das hier wird jetzt einfach erstmal der Norden, damit wir Bescheid wissen, was die hier machen. Ihr schließt euch hier den an. Gut. Wir werden aber erst nur an, also erst angreifen, wenn. Obwohl, wir werden erst angreifen, wenn die beiden Divisionen besiegt sind.
Die Russen rennen wirklich immer noch weiter gegen unsere Verteidigungslinien, oder? Ja, die rennen immer weiter dagegen. Was sollen sie machen? Hier unten ist es auch zu einem Stillstand gekommen, weil ab hier wird es ja langsam kritisch mit der mit dem Nachkommen der Rohstoffe. Das, ja, hier hat die USA sich ein bisschen eingenistet. Das ist aber ja, nach der Friedensverhandlung eh wieder weg. Alter, dass ich das Blatt noch wenden konnte. Das hat damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Entscheidung. Was für eine Entscheidung. Ach, den Z-Plan, ja. Ja, was jetzt hier abgegangen ist danach, konnte ich mich ja nicht danach richten, mich darauf zu konzentrieren. Den Z-Plan hätte ich nicht mehr umsetzen können. Das hätte nicht geklappt. Also nach dem, was hier passiert ist. So. Du kriegst deine 6 Panzer. Du bekommst deine 6 Panzer. Du bekommst deine 6 Panzer. So, die Küstenwehrdivision. Müssen nicht vollständig ausgebaut sein. Können wir aber nur zweimal machen, dass wir die... Dass wir das wie immer machen, dass ich dann 2 Ausbildungen auf einmal erlaube. Könnte auch beschleunigt werden. Ich denke mal, hier oben, wir werden jetzt hier keine Truppen mehr so schnell verlieren. Der Übergang, den wir machen auf die modernen Panzer, der wird demnächst folgen. Nachtsichtsgeräte, ja, hier werden wir jetzt auch nicht weitermachen. Hier brauche ich auch nichts. Hier eigentlich auch nichts mehr. Hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Sind wir mal ganz ehrlich, da sind wir fertig. Hier könnten wir hier reinforschen, um unsere Schiffe besser zu machen. Aber ich glaube, die Marine brauchen wir jetzt theoretisch auch nicht, da ich keine Lust habe, einen Überseekrieg gegen die USA zu führen. Ich werde mich hier mit Europa zufrieden geben. Und das war's dann. Das heißt also, wir können hier auch aufhören, das zu steigern. Haben wir es hier noch irgendwo? Ja, wir können das hier aufhören zu steigern. Können wir auch hier aufhören. Weil wir euch leider angreifen müssen. Und jetzt wird die die Küstenwehr wieder ins Leben gerufen. Unter dem Kommando meines Defensivgenerals nehmen wir dich. Nee, Feldmarschall und zur Verteidigung. Die hier werden sonst eigentlich auch nicht. Wir werden keine großartigen Divisionen mehr aus. Warte mal. Wir haben aber ein paar bessere Generäle, wenn wir ganz ehrlich sind. So, das passt. Von mir aus können jetzt hier auch ein paar erfahrene Generäle mit rein. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber... Sie werden sich nur um die deutschen Küsten kümmern. Vor allem auch nur so diese Frontküsten, so ein bisschen. Und dann halt hier oben. Ich weiß, wir wurden nur einmal hier angegriffen, aber ich weiß ja nicht, wann jetzt doch noch die USA sagt, hey, ihr seid mir zu blöd. Sicherheitshalber hier unten. So, da brauchen wir nicht. Nehmen wir hier Italien ganz mit. Erst einmal. Dafür bräuchten wir 235 Divisionen. Ist okay, die kriegst du. Mit ordentlich vielen Männern. So. Die können eigentlich mit nach da. Gut. Ich werde jetzt mal offscreen warten, bis wir hier die ganzen Truppen ausgebildet haben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hearts of Iron 4. Ciao, ciao.